Wir gehen weit zurück in der Zeit. Vor 65 Millionen Jahren ist die Erde wild, rau und mysteriös. Ein Ort voller Unruhe und extremen Veränderungen. Die Superkontinente Laurasia und Gondwana brechen auseinander und bilden die Länder, die Millionen Jahre später von Menschen bewohnt werden. Dort, wo später Nordamerika entstehen wird, spaltet ein Ozean die Landmasse. Gewaltige Verschiebungen der tektonischen Platten bewirken die Bildung der Rocky Mountains im Westen und der Appalachen im Osten. Die Häufigkeit der Vulkanausbrüche nimmt zu. Chaos beherrscht die Welt. Das heutige South Dakota ist mit einem Teppich aus Vulkanasche überzogen. Es ist Trockenzeit. Die Temperaturen erreichen fast 40 Grad. Der hohe Sauerstoffgehalt erlaubt es den Dinosauriern, gewaltige Ausmaße anzunehmen. Unter diesen Giganten befindet sich das größte Raubtier der Erde, der Tyrannosaurus Rex. Ihm steht ein gigantischer Kampf bevor. Auf Leben und Tod. Sommer 1998. Im rauen Ödland des nordwestlichen South Dakota führen Amateurpaläontologen eine Ausgrabung durch. Sie machen eine außergewöhnliche Entdeckung. Sie sind über einen prähistorischen Tatort gestolpert. Sie stellen sofort fest, dass es sich um die Überreste eines jungen T-Rex handelt. Doch es ist kein normales Skelett. Viele der Knochen sind gebrochen und das Skelett ist von merkwürdigen, klingenartigen Zähnen umgeben. Es sind nicht die Zähne des jungen T-Rex. Es sind die Zähne eines anderen, unbekannten Raubtiers. Wie ist dieser T-Rex gestorben? 1998 wurden in der Nähe von Belfourche Knochenreste eines relativ kleinen Dinosauriers gefunden. Man wusste zunächst nicht, um welches Tier es sich handelt, doch dann stellte man fest, dass es ein junger T-Rex ist. Solche Funde sind sehr selten und ein junges Exemplar wurde noch nie zuvor gefunden. Diese Entdeckung war sehr bedeutsam. Als die Arbeiter mit der Ausgrabung fortfahren, bemerken sie etwas Ungewöhnliches. Rippen, Bein- und Armknochen und verschiedene Rückenwirbel weisen Verletzungsspuren auf. Die Zahl der gebrochenen Knochen ist verblüffend hoch. Hier ist etwas Schlimmes vorgefallen. Ist der T-Rex das Opfer eines anderen Raubtieres geworden? Die Knochen lassen auf einen brutalen Kampf schließen. Sind die Paläontologen auf ein Schlachtfeld gestoßen? Der Tyrannosaurus Rex war der Spitzenprädator seiner Zeit. Welches Tier könnte es mit diesem jungen T-Rex aufgenommen haben? In der späten Kreidezeit gehört der T-Rex zu den gefährlichsten Dinosauriern auf der Erde. Er wiegt bis zu 7 Tonnen, ist fast 5 Meter groß und 13 Meter lang. Damit ist er so groß wie ein Sattelschlepper. Schon alleine seine Größe ist beeindruckend. Doch die moderne Detektivarbeit hat 3 weitere einzigartige Eigenschaften aufgedeckt, die ihn zu einer wahren Tötungsmaschine machen. Die erste ist sein Sehvermögen. 2006 scannt Lawrence Whitmer von der Ohio University den Schädel eines Tyrannosaurus Rex. Er entdeckt ein weiteres Puzzleteil. Der T-Rex besaß ein leistungsstarkes binokulares Sichtfeld. Durch die Computertomographie können wir die Größe einzelner Teile des Gehirns ziemlich genau bestimmen. So wissen wir, wie groß die Bereiche sind, die für das Sehvermögen, den Geruchssinn oder das Hörvermögen zuständig sind. Der Tyrannosaurus Rex hat ein binokulares Sichtfeld wie der heutige Adler. Dadurch hatte er die Möglichkeit, ein bewegliches Ziel ständig im Auge zu behalten. In einem Kampf verlor er seinen Feind nie aus den Augen.
Der T-Rex hatte mit ziemlicher Sicherheit eine Gesichtsfeldüberlappung. Das bedeutet, er besaß ein flächendeckendes binokulares Sehvermögen. Das Gehirn war so strukturiert, dass es die visuellen Informationen verarbeiten konnte. Die zweite Eigenschaft sind die ungemein kraftvollen Kiefer. Mit einer Beißkraft von über 3000 Tonnen gehört er zu den stärksten Vertretern des Tierreichs. Er hat doppelt so viel Kraft wie ein weißer Hai. Die Kiefermuskeln kontrollierten die Zähne und damit den Schaden, den sie verursachen konnten. Der T-Rex hatte einen sehr ausgedehnten und massiven Schädel. Das bedeutet, dass er auch sehr starke Kiefermuskeln besaß. Durch diese Muskeln konnten seine Zähne durch Knochen stoßen. Diese unglaubliche Kraft hebt ihn von allen anderen Lebewesen ab. Die dritte und gefährlichste Eigenschaft sind seine unglaublich massiven Zähne. Kein anderes Tier hatte oder hat solch gewaltige Beißer. Der T-Rex konnte mit seinen Zähnen einfach durch Knochen beißen. Seine Zähne mussten also weiter auseinander liegen als bei anderen fleischfressenden Dinosauriern. Nur so konnte er damit so unglaublich viel Schaden anrichten. Diese Zähne konnten nicht nur Fleisch, sondern auch Knochen mit Leichtigkeit durchstoßen und wurden von extrem tiefen Wurzeln gehalten. Seine Zähne sind anders als die der anderen räuberischen Dinosaurier. Die Zähne eines Allosaurus, Ceratosaurus oder Velociraptors sind eher klingenartig und vorne und hinten gezackt. Die Zähne eines Tyrannosaurus Rex sehen aus wie riesige Nägel. Doch diese Zähne haben noch mehr zu bieten als einen kräftigen Biss. Man nimmt an, dass sie zu den ersten biologischen Waffen aller Zeiten zählen könnten. Als Dr. Whitmer den Schädel untersucht, stellt er fest, dass die Zähne von gezackten Furchen durchzogen sind. Diese Furchen kennt man schon von einem anderen Tier mit tödlichem Biss, dem Komodowaran. Es könnte sein, dass der Tyrannosaurus Rex in diesen kleinen gezackten Furchen kleine Fleischreste einer vorangegangenen Mahlzeit sozusagen deponiert hat. Das Fleisch verrottete und produzierte so jede Menge Bakterien. Er hatte einfach eine extrem schlechte Mundhygiene. Er ähnelte damit dem heutigen Komodowaran, der einen sogenannten septischen Biss hat. Wenn er ein Tier beißt, infiziert er es automatisch mit den Bakterien in seinem Maul. Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass ein Tier, das mit solchen Waffen ausgerüstet ist, angegriffen wird. Selbst bei einem jungen T-Rex. Wer hat es also mit ihm aufgenommen? Um das beantworten zu können, müssen die Paläontologen sich ein Bild davon machen, wie er gelebt und gekämpft hat. Der erste Schritt, die Untersuchung der Umgebung. Das Aussehen dieses Erdteils unterschied sich zur Kreidezeit nicht großartig von Landschaften, die wir heute kennen. Was Klima- und Pflanzenwelt angeht, kann man davon ausgehen, dass diese Landschaft in heutigen Regionen am Golf von Mexiko ähnlich war. Fossile Pflanzen, die in der Nähe des Skeletts gefunden werden, offenbaren, dass der junge T-Rex in einem Gebiet mit Nadelbäumen, Pinien- und Magnolienbäumen gelebt hat. Auch prähistorische Asche wird gefunden. Man kann also davon ausgehen, dass regelmäßig Vulkanausbrüche stattgefunden haben. Während der Nachforschungen entdecken die Wissenschaftler etwas Verblüffendes. Knochen werden in der Nähe von prähistorischen Krokodilen und Fischen gefunden. Das legt nahe, dass der Körper des T-Rex während einer Flut in einen Fluss geschwemmt wurde. Ein Beleg dafür, wie schnell sich diese ungestüme Welt verändern konnte. Der zweite Schritt der Untersuchung ist die Verhaltensanalyse eines Tyrannosaurus Rex. Dazu werden Hinweise genutzt, die in den gefundenen Knochen und dem Verhalten heutiger Tiere stecken. So lässt sich nachvollziehen, wie Dinosaurier gejagt, gekämpft oder ihre Jungen aufgezogen haben.
Der Tyrannosaurus Rex war der ultimative Aggressor. Er fürchtete sich vor nichts, nicht einmal vor seinem größten Beutetier, dem Triceratops, der riesige, respekteinflößende Hörner und einen Nackenschild besaß. Doch kein Dinosaurier stellte für den Tyrannosaurus Rex eine Gefahr dar. Nichts und niemand konnte es mit ihm aufnehmen. Der T-Rex erledigt seine Beute schnell und auf sehr unschöne Art und Weise. Dieses Tier hätte einen Volkswagen zerkauen können. Alles, was in die Nähe seines Maules kam, bekam große Probleme. Sie haben sich in ihrem Opfer festgebissen und es dann regelrecht mit den Zähnen zerfetzt. Knochen, Fleisch und Eingeweide wurden aus dem Körper gerissen. Die Körperteile wurden zermalmt und am Stück geschluckt. Wenn man ihm in die Quere kam, hatte man nicht mehr lange zu leben. Obwohl der Tyrannosaurus Rex ein kraftvolles und tödliches Raubtier war, gehen Paläontologen davon aus, dass er im Rudel lebte. An 3 Grabungsstellen wurden Hinweise gefunden, die darauf hindeuten, dass große Raubtiere in Rudeln gelebt haben. In Alberta, Kanada, wurden mehrere Skelette des fleischfressenden Albertosaurus in unterschiedlichen Größen gefunden. In Utah wurden Dutzende Allosaurier gefunden, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort gestorben sind. Doch der deutlichste Hinweis darauf, dass der T-Rex in Gruppen gelebt hat, wurde in Montana entdeckt. Paläontologen haben die Überreste mehrerer Skelette gefunden, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um eine T-Rex-Familie handelt. Experten meinen, dass das Leben im Rudel für die Sicherheit der Jungen gesorgt hat. Denn ein junger T-Rex brauchte etwa 10 Jahre, bis er groß genug war, um sich alleine durchschlagen zu können. Ein frisch geborener T-Rex hat in ein Ei von der Größe eines Fußballs gepasst. Die ersten 10 Lebensjahre blieb er sehr klein und wog weniger als eine halbe Tonne. Durch diese Entdeckung nimmt die Untersuchung eine unerwartete Wendung. Die Experten müssen in Betracht ziehen, dass der junge T-Rex bei der Attacke nicht alleine war. Und wahrscheinlich war das der Fall. Ein T-Rex bekam wohl 2 oder 3 Junge gleichzeitig. Die einzige Zeit, die sie alleine verbringen mussten, war die Jagdzeit der Eltern. Wenn sie groß genug waren, konnten sie sich der Jagd anschließen. Doch bis dahin wurden sie zurückgelassen. Dadurch waren sie natürlich verwundbar. Genau wie moderne Raubtiere markieren die erwachsenen Saurier ihr Territorium. Die Markierungen sollen Raubtiere und andere Saurier fernhalten. Das Einzige, was einem T-Rex Angst einjagt, ist ein noch größerer T-Rex. Wurde das Jungtier von einem Familienangehörigen getötet? Die Zahnstruktur eines Tyrannosaurus Rex ist sehr markant und hinterlässt unverwechselbare runde Löcher auf den Knochen. Wenn dieses Jungtier von einem anderen T-Rex getötet worden wäre, würde man das sofort sehen. Es wäre wenig vom Skelett übrig geblieben. Ich denke also nicht, dass hier ein T-Rex sein Junges getötet hat. Mit seinem kräftigen Kiefer und seinen Zähnen kann der T-Rex jeden Knochen durchbeißen. Doch es gibt keine Bissmale auf dem Skelett. Das kann nur eines bedeuten. Die Attacke ging nicht von einem anderen Tyrannosaurus aus. Diese Saurier haben so gut wie keine Rivalen. Kaum eine Kreatur würde es wagen, einen jungen T-Rex anzugreifen, der von seinen Eltern beschützt wird. Ob beschützt oder nicht, irgendetwas hat dieses Jungtier getötet. Neue Entdeckungen lösen das Rätsel und liefern die Identität des Mörders. In South Dakota wird ein unvollständiges Skelett eines jungen T-Rex mit zahlreichen gebrochenen Knochen gefunden. Überreste einer Millionen Jahre lang vergrabenen tödlichen Dinosaurierattacke. Forscher entwickeln die Theorie, dass 2 Tyrannosaurier in den Kampf verwickelt waren. Das unbeständige Klima der Badlands in South Dakota erfordert es, dass die Knochen des jungen T-Rex ausgegraben und in ein Labor gebracht werden. Die Knochen werden mit Gipsschichten isoliert
und so für den Transport geschützt. Das Wetter kann dort sehr schnell umschlagen. Wir mussten das Exemplar also so schnell wie möglich ausgraben und ins Labor bringen. Wir haben die Oberseite mit Gips und Leinen bedeckt. So wurde es gewissermaßen durch dicke Mäntel zusammengehalten. Als die Forscher einen der Gipsmäntel öffnen, bekommen sie ein wesentliches Indiz des Tatorts zu sehen. Die Zähne des Angreifers. Nähere Untersuchungen identifizieren den Verdächtigen. Es ist der Nanotyrannus, eine kleinere Version des Tyrannosaurus Rex. Der Nanotyrannus ist einer meiner Lieblingsdinosaurier. Nanotyrannus bedeutet Zwergtyrann. Ein sehr passender Name, denn er war wirklich niederträchtig. Der Nanotyrannus war eine der furchterregendsten Kreaturen, die je gelebt haben. Er kombinierte die Kraft des T-Rex in kleinerem Umfang mit großer Geschwindigkeit. Der niederträchtige Nanotyrannus sorgt für Kontroversen. Er wird nach dem Fund eines Dadurch konnte er Feinde leichter im Fokus behalten und angreifen. Die Hinweise zeigen, dass der Nanotyrannus einer eigenen Gattung angehört. Es gibt ausreichend markante Unterschiede zwischen ihm und dem Tyrannosaurus Rex. Der Nanotyrannus wird heute als eigene Gattung angesehen. Ein aggressives Raubtier, das junge Tyrannosaurier jagen und töten kann. Er ist 2,30 Meter groß, über 5 Meter lang und wiegt fast eine Tonne. Damit ist er etwa halb so groß wie ein T-Rex und wiegt nur ein Sechstel von diesem. Doch was dem Nanotyrannus an Größe fehlt, gleicht er durch Schnelligkeit aus. Der Nanotyrannus hatte sehr viel längere und schlankere Beine als der T-Rex. Er war aktiver. Der T-Rex konnte zwar rennen, doch er war nicht auf Schnelligkeit ausgelegt. Der Nanotyrannus dagegen war wie ein Gepard auf Steroiden. Diese Tiere waren sehr schnell. Sie konnten einem T-Rex problemlos davonlaufen. Diese Eigenschaft war natürlich auch für den Beutefang nützlich. Sie konnten ihr Opfer umkreisen und zu Tode hetzen. Der Nanotyrannus ist groß genug, um diesen jungen T-Rex zu besiegen und schnell genug, um den Eltern zu entkommen. Doch die Knochen sind gebrochen und es gibt keine Bissmale. Hat der Nanotyrannus den jungen T-Rex getötet? Der kleinere Nanotyrannus hatte nicht die gleiche Beißkraft wie der große T-Rex. Sein Kiefer war verhältnismäßig lang und er hatte mehr Zähne. Er konnte also nie die Stoßkraft eines Tyrannosaurus entwickeln. Der Nanotyrannus musste genauer darauf achten, wo er hinbeißt. Er hatte nicht die Knochenbrecherqualität eines ausgewachsenen T-Rex. Das ist der Grund, warum keine Bissmale an den Knochen des jungen T-Rex gefunden werden. Der Nanotyrannus hat nicht die nötigen Kiefermuskeln, um Knochen zu zerbrechen. Genauere Untersuchungen bringen die Forscher der Antwort näher. Als ich die Zähne des Nanotyrannus sah, die neben dem Skelett gefunden wurden, bekam ich eine Vorstellung davon, was passiert ist. Doch ohne Bissmale auf den Knochen konnte man nicht beweisen, dass er das T-Rex-Baby tatsächlich getötet hat. Bei genauerem Hinsehen fiel mir aber auf, dass die Zähne Bruchstellen hatten. Sie mussten also während der Attacke auf den jungen Tyrannosaurus Rex abgebrochen sein. Die Zähne, die in der Nähe des T-Rex gefunden wurden, sind zerbrochen. Geschah das durch einen Kampf oder könnte der Nanotyrannus einfach nur den toten T-Rex gefunden und die Überreste geplündert haben?
Der prähistorische Tatort hält die Antworten bereit. Es wird angenommen, dass zwischen 75 und 90% des T-Rex-Skeletts gefunden wurde. Wenn der Nanotyrannus das Jungtier ausgenommen hätte, wäre wohl der Großteil der Knochen verschwunden. Zumindest wäre das Skelett auseinandergerissen. Doch die Tatsache, dass so viel vom Skelett übrig ist und die Einzelteile alle relativ nah beieinander lagen, zeigt, dass der Nanotyrannus den T-Rex nicht aufgefressen hat. Doch eine Frage bleibt. Weshalb sollte ein Nanotyrannus sein Leben riskieren und einen jungen T-Rex angreifen, wenn er ihn nicht fressen will? Zwischen Raubtieren existiert schon immer ein Konkurrenzkampf. Das Überholen der Konkurrenz sichert das Überleben. Schneller, schlauer oder stärker zu sein, bringt Vorteile im Wettbewerb. Ein Nanotyrannus konnte keinen ausgewachsenen T-Rex ausschalten, also musste er die Jungtiere töten, um überleben zu können. Warum er das Jungtier nicht aufgefressen hat, bleibt dennoch ein Rätsel. Vielleicht wurde es kurz nach dem Tod verschüttet und der Nanotyrannus hatte einfach keine Zeit, es zu fressen. Oder er wurde durch etwas gestört. Der mit Matsch bedeckte, verrottete Leichnam eines jungen Tyrannosaurus Rex wird von einem prähistorischen Fluss angeschwemmt. Forscher entwickeln die Theorie, dass zwei Tyrannosaurier an einem Kampf beteiligt waren. Einer wurde von einem Nanotyrannus niedergestreckt. Die Hinweise auf diesen Kampf und den Angreifer liegen 65 Millionen Jahre im Verborgenen. Dieser prähistorische Tatort bringt eine epische Schlacht zwischen dem T-Rex und seinem Jäger zutage. Der Tyrannosaurus Rex ist der am meisten gefürchtete Dinosaurier Nordamerikas. Nur eine Kreatur wagt es, seinen Herrschaftsbereich zu betreten. Der Nanotyrannus. Der Nanotyrannus stöbert den jungen T-Rex auf und versucht ihn zu töten. Die Fronten in diesem Kampf auf Leben und Tod sind abgesteckt. Mit ihrem fortgeschrittenen Wissen über die beiden Kontrahenten versuchen Experten, den Kampf der Dinosaurier nachzuvollziehen. Obwohl der T-Rex noch jung ist, verfügt er über kräftige Muskeln und unglaubliche Kraft. Doch reicht das aus, um sich gegen einen ausgewachsenen Nanotyrannus zu behaupten? Sowohl ein Nanotyrannus als auch ein junger T-Rex sind ihrer Umgebung gut angepasst. Sie sind zwar gleich groß, doch der T-Rex steckt noch mitten im Wachstum. Der Muskelaufbau und die Verknüpfungen der Sehnen mit den Knochen sind also noch unausgereift. Das ist ein großer Nachteil. Von der Grundstruktur sind sie sich sehr ähnlich. Sie dürften etwa gleich stark gewesen sein. Der größte Unterschied waren wohl die Erfahrungswerte. Ein Jungtier verfügt natürlich nicht über so viel Erfahrung wie ein Tier, das schon länger durch die Gegend streift. Ein Nanotyrannus würde es nicht wagen, ein Jungtier anzugreifen, wenn ein erwachsenes Tier in der Nähe ist. Die einzige Möglichkeit für einen Kampf besteht also, wenn die Eltern jagen gehen. Das zurückgelassene Jungtier kann sich ohne den Schutz der Eltern nur auf seine abschreckende Größe verlassen. Auch ein kleiner T-Rex ist immer noch ein Kraftpaket. Seine langen Beine geben dem Nanotyrannus einen Geschwindigkeitsvorteil und machen ihn beweglicher. Doch ein junger T-Rex könnte ein gefährlicher Gegner sein, wenn er angegriffen wird. Ein Nanotyrannus und ein unausgewachsener Tyrannosaurus Rex gleicher Größe sind sich in Bezug auf Hintergliedmaßen, Schwanz und Körperproportionen sehr ähnlich. Sie sind sich also hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit und Beweglichkeit ebenbürtig. Der Nanotyrannus hatte dem jungen T-Rex etwas voraus. Er war nicht nur aufgrund seiner ausgeprägteren Muskulatur etwas wendiger, sondern hatte auch deutlich mehr Erfahrung als das Jungtier. Er konnte also reibungsloser und schneller attackieren als der junge Tyrannosaurus Rex. Musik
Der Nano-Tyrannus war zwar schneller und agiler als der junge T-Rex, doch der T-Rex hatte einen anderen Vorteil. Er hatte seine Familie im Rücken. Sollte der T-Rex Geschwister haben, würde das die Kampfumstände schnell verändern. Der Unterschied der Zahnstruktur legt auch die unterschiedliche Verwendung der Zähne nahe. Die Zähne beider Tiere sind zweifellos effektive Waffen. Doch welche sind die tödlicheren? Die dünnen, messerscharfen Zähne des Nanotyrannus oder die dicken, kraftvollen Zähne des T-Rex? Ihre Kiefer sind verschieden. Daran kann man die beiden Gattungen voneinander unterscheiden. Der Nanotyrannus hat mehr Zähne. Der Größe nach sind sie den Zähnen des T-Rex ähnlich, doch der T-Rex hatte sicher einen kräftigeren Biss. Die Zähne des Nano-Tyrannus sind primitiver aufgebaut. Sie sind klingenartig und sehr dünn. Die Zähne des T-Rex dagegen sind flach, fast schon quadratisch. Das zeigt, dass sie unterschiedliche Essgewohnheiten hatten. Der Nano-Tyrannus hat das Fleisch von den Knochen abgerissen. Der T-Rex hat einfach den ganzen Kadaver mitsamt Knochen gegessen. Das Leben eines Raubtieres hängt von seiner Fähigkeit zu jagen und zu töten ab. Doch es muss sich auch gegen Rivalen wehren. Raubtiere bekämpfen sich seit Anbeginn der Zeit. Man sieht das heute noch an Löwen und Hyänen. Raubtiere dulden keine Konkurrenz in ihrer Umgebung. Jede Möglichkeit, einen Rivalen zu töten, wird wahrgenommen. Ein unbewachtes Jungtier wäre also ein gefundenes Fressen für einen Nanotyrannus, da er so einen Konkurrenten auslöschen könnte. Die beiden Tiere waren sich sehr ähnlich, was den Körperaufbau und die Kraft betrifft. Es liegt also nahe, dass der erfahrenere Nanotyrannus den jungen Tyrannosaurus Rex besiegen konnte. In Bezug auf die Kampfkenntnisse hatte der ausgewachsene Nanotyrannus sicher mehr Erfahrung gesammelt als der junge T-Rex. Er war ihm also in diesem Punkt weitaus überlegen. Ein Nanotyrannus war einem jungen Tyrannosaurus Rex mehr als ebenbürtig. Es stellt sich eher die Frage, was der Nanotyrannus mit einem T-Rex anstellt, nachdem er ihn getötet hat. Ihn fressen oder einfach liegen lassen und weiterziehen? Ich würde erwarten, dass der Sieger nach einem aufreibenden Kampf zunächst Kräfte sammeln muss. Also würde er wohl die Nahrungsquelle vor seinen Füßen nutzen. Die Frage, warum er das Jungtier nicht gefressen hat, ist also sehr interessant. Nach dem Kampf muss irgendetwas vorgefallen sein. Der Nanotyrannus ist dem jungen T-Rex gegenüber im Vorteil. Doch wenn zwei Jungtiere gegen einen Nanotyrannus kämpfen, verändert sich die Dynamik des Kampfes entscheidend. Durch die Untersuchung der Knochenfragmente und Umweltbedingungen, die Computertomographie und das Verhalten heutiger Tiere können Forscher ein plausibles Szenario des Kampfes rekonstruieren. Ein Kampf, der vor 65 Millionen Jahren in South Dakota stattgefunden hat. Zwei erwachsene Tyrannosaurier gehen auf die Jagd. Sie müssen ihre Jungen unbewacht zurücklassen. Die Jungtiere ahnen noch nichts von der herannahenden Gefahr. Seine Jungen zurückzulassen ist eine riskante Sache. Sie wissen, dass von überall Gefahr droht. Doch sie müssen sie alleine lassen, um auf Jagd gehen zu können. Die Suche nach Beute kann lange dauern. Die Erwachsenen haben Markierungen hinterlassen. Dadurch zeigen sie den Jungtieren, bis wohin sie gehen dürfen. Und Angreifer wissen, wann sie besser umkehren sollten. Die meisten Dinosaurier stößt der beißende Geruch ab und sie ziehen sich zurück.
Doch eine Gattung nutzt diese Markierungen als eine Art Zielsucheinrichtung. Der Nanotyrannus jagt und tötet junge Tyrannosaurier, nicht um sie zu fressen, sondern um Konkurrenten loszuwerden. Die beiden Jungtiere sind dem tyrannischen Mörder ausgeliefert. Der Nanotyrannus weiß, dass er es nicht mit einem ausgewachsenen T-Rex aufnehmen kann. Bevor er zum Schlag ausholt, versichert er sich, dass die Erwachsenen auf der Jagd sind. Seine Sinne sind wachsam. Die beiden Tyrannosaurier wissen instinktiv, dass sich ein Raubtier nähert. Sie sind zu jung, um jemals einen Nanotyrannus gesehen zu haben. Doch das macht nichts. Sie sind dazu veranlagt, eine Gefahr zu erkennen und ihr zu trotzen. Ein Nanotyrannus greift nicht einfach willkürlich an. Die jungen Tyrannosaurier haben einen speziellen Verteidigungsmechanismus. Ein Maul voller Bakterien. Der Nanotyrannus weiß, dass ein Biss des jungen T-Rex seinen Tod bedeuten könnte. Das sind die ersten Tiere, die biologische Waffen einsetzen. Ein Biss voller Bakterien kann den Nanotyrannus an einer massiven Infektion sterben lassen. Wenn ihn der Kampf nicht schon vorher tötet. Er nähert sich vorsichtig und nutzt seinen Größenvorteil, um seine Dominanz zu demonstrieren. Er lehnt sich vor und lässt seine gezackten Zähne aufblitzen. Ihr Zischen ist ein Warnsignal. Wir machen keinen Rückzieher. Der Kampf beginnt. Der Nanotyrannus hält sich zurück und täuscht Attacken vor, um sie zu ködern. Wenn er sie aus dem Nistplatz bekommt, haben sie keine Chance mehr. Doch die Jungtiere verweilen instinktiv in der Sicherheit des Nestes. Sie stehen Schulter an Schulter und fixieren den Angreifer. Der Nanotyrannus umkreist seine Rivalen und wartet auf eine Gelegenheit. Der kleine Tyrannosaurus springt nach vorne, schnappt mit dem Kiefer und verliert den Halt. Der Nanotyrannus packt den jungen T-Rex am Nacken, hebt ihn in die Luft und schleudert ihn über den Waldboden. Nun ist nur noch ein Jungtier übrig. Das einsame Jungtier hat keine Chance. Der junge T-Rex hat panische Angst. Er will sich umdrehen und weglaufen, doch sein Instinkt sagt ihm, dass er stehen bleiben soll. Er schreit so laut er kann. Es ist ein Hilferuf. Er hofft, dass seine Eltern ihn schreien hören. Der Nanotyrannus weiß, dass der junge T-Rex Alarm schlägt. Er muss den Kampf nun beenden und schnell verschwinden. Er entscheidet sich für einen Frontalangriff. Der Nanotyrannus greift erneut an und wartet darauf, den Todesstoß durchführen zu können. Er nutzt seine ganze Erfahrung. Der im Kampf unerfahrene T-Rex versucht, jeden seiner Schritte auszugleichen. Als der Nanotyrannus zu seinem finalen Schlag ausholt, spürt er einen höllischen Schmerz am linken Bein. Er sieht nach unten und erblickt das zweite Jungtier. Es hat sich erholt und greift an. Der junge T-Rex beißt den Nanotyrannus ins Bein. Wenn sich die Wunde infiziert, kann das seinen Tod bedeuten. Dieses Mal geht der Nanotyrannus auf Nummer sicher. Er sammelt all seine Kraft im Kiefer und schnappt mit der Kraft einer halben Tonne nach unten. Er bricht dem Jungtier das Rückgrat. Er wirft es auf den Boden und trampelt mit seiner Klaue auf den Körper. Jetzt kann er sich sicher sein, dass der junge T-Rex tot ist. Doch gegessen wird später. Ein T-Rex ist erledigt. Nun setzt der Nanotyrannus zum finalen Schlag an. Er beugt sich nach vorne, um zuzubeißen, doch dann spürt er, wie der Boden vibriert. Das ist das Zeichen dafür, dass sich etwas sehr Großes nähert. Dieses sehr große Etwas ist das erwachsene Weibchen, das von der Jagd zurückkommt. Wenn sie sieht, was vorgefallen ist, wird sich die Hölle auftun. Zwei erwachsene Tyrannosaurier sind auf der Jagd. Ihre beiden Jungtiere bleiben unbewacht zurück. In ihrer Abwesenheit hat ein räuberischer Nanotyrannus ihre Nachkommen terrorisiert.
Ein Jungtier wurde getötet, das zweite wird bedroht. Doch nun bebt die Erde. Man hört das Stampfen kilometerweit. Es ist das erwachsene Weibchen, das von der Jagd zurückkommt. Sie hört den markanten Hilfeschrei ihres Jungen. Das löst eine Emotion aus, die nur weibliche Tyrannosaurier haben. Wenn du dich mit meinem Baby anlegst, wirst du durch die Hölle gehen. Getrieben von ihren Mutterinstinkten erreicht sie als erste den Schauplatz. Das Weibchen weiß sofort, dass es vor einem Jungtiermörder steht und wirft sich in den Kampf. Es ist dreimal größer als der Feind und damit körperlich überlegen. Es muss ihn nur töten. Das T-Rex-Weibchen beabsichtigt, den Nanotyrannus von ihrem überlebenden Jungtier abzulenken. Der Nanotyrannus sieht ihren mächtigen Kiefer und weicht aus. Das Weibchen hat sein Ziel erreicht. Es hat sich zwischen sein Jungtier und den T-Rex-Mörder gestellt. Der Nanotyrannus hat nun zwei Möglichkeiten. Entweder versucht er, das überlebende Jungtier zu töten, oder er dreht ab und läuft um sein Leben. Er entscheidet sich dafür, seine Geschwindigkeit und Beweglichkeit gegen die Kraft eines wütenden T-Rex-Weibchens auszuspielen. Er versucht, es von der Seite anzugreifen. Wenn er schnell genug ist, kann es nicht reagieren. Dann kann er sich mit seiner verlängerten Schnauze das Jungtier schnappen, es zu Tode schütteln und fliehen. Doch der Nanotyrannus unterschätzt seinen Gegner. Mit Adrenalin vollgepumpt, dreht sich das wütende Weibchen und verhindert einen Angriff von der Seite. Das Letzte, was er sieht, ist das offene Maul des T-Rex-Weibchens. Es nimmt den Nanotyrannus in sein Maul und beißt mit einer Kraft von 1000 Tonnen pro Quadratzentimeter zu. Es zerschmettert seinen Rücken und seine Rippen und löscht sein Leben aus. Doch ihn zu töten reicht der Mutter nicht. Sie will an ihm ein Exempel statuieren. Mit ihrer massiven Klaue reißt sie den Körper des Nanotyrannus in Stücke. Nachdem sie den Angreifer getötet hat, richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf ihr übrig gebliebenes Jungtier. Der Nanotyrannus konnte diesen Kampf nicht gewinnen. Er hat verloren, weil er zwei fatale Fehler beging. Der erste Fehler war, dass er die Manövrierfähigkeit eines erwachsenen T-Rex verkannt hat. Der zweite Fehler war, dass er nicht erkannte, dass das Band zwischen Mutter und Jungtier stärker ist als jede seiner Waffen. Den Kampf gegen den Nanotyrannus hat der T-Rex gewonnen. Doch den ultimativen Kampf ums Überleben haben beide verloren. Der Nanotyrannus und der T-Rex lebten in Nordwestamerika. Sie haben vielleicht sogar den Auslöser ihres Untergangs gesehen, den Aufschlag des Asteroiden auf der Yucatan-Halbinsel. Er war verantwortlich für ihr Aussterben. Sie sind natürlich nicht sofort gestorben. Die großen Fleischfresser wie der T-Rex und der Nanotyrannus hatten zunächst sogar einen reich gedeckten Tisch. Die Pflanzenfresser starben zuerst aus, so stand den Fleischfressern eine Menge Fleisch zur Verfügung. Doch irgendwann gab es kein Futter mehr. Also starben auch der T-Rex und der Nanotyrannus aus. Sie sind ausgestorben, aber man wird sie nie vergessen. Das Geheimnis um diese Saurier wird wohl nie ganz geklärt werden. Doch während die Suche nach Fakten weitergeht, ist eines sicher. Vor 65 Millionen Jahren haben gigantische Kreaturen mit überdimensionierten Waffen die Welt